Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Ja, ich bin wieder da. Es ist echt, echt unglaublich. Weißt du, da kommt dieses richtig coole Spiel raus, Outer Worlds. Und was macht der Zero? Da geht erstmal ins Krankenhaus. Ja, ich war leider krank. Deswegen kam jetzt eine lange Zeit lang nichts. Shiva, hör auf zu quieken. Jetzt quiekt die da rum. Aber jetzt bin ich wieder da. Ich kann noch nicht lange aufnehmen. Ich musste auch die letzten Tage ein bisschen mich zurückhalten mit dem Aufnehmen, was man darin gemerkt hat, dass nur Fallout kam. Und das auch nur alle zwei Tage. Aber jetzt geht es langsam wieder besser. Ich kann jeden Tag ein bisschen länger jetzt wieder am PC sitzen, ohne dass ich irgendwie großartig Probleme habe. Deswegen freue ich mich. Und ich muss erstmal wieder in die Steuerung zurückkehren. Okay. Waffe wechseln. Oh, das war Heilung. Schlagen, alles klar. Okay, ich glaube, wir kommen da schon wieder rein. Okidokili. Tagebuch. Bis ins Grab. So, meine Aufgabe. Ich mache derzeit bis ins Grab. Ich gucke mir das einmal ganz kurz an. Silas, der ansässige Totengräber, hat dich gebeten, die Gebühren einiger Arbeiter einzutreiben. Abernathy. Ah, okay, gut. Das ist der nächste Punkt. Wir müssen die Gebühren eintragen. Du kannst nur zu deinem Schiff schnell reisen. Ach ja, wir spielen ja auf extra hart. Ahaha. Ah, kacke. Ey, dann muss ich schneiden. So, wir sind zurück in der Stadt. Den Martin lassen wir erstmal aus. Wir gehen direkt zu Phyllis. Jetzt kommen auch die Erinnerungen wieder, was ich als letztes gemacht habe mit dem Arzt und so weiter und so fort. Sehr schön. Okay, erstmal alles klauen, was geht. Was haben wir denn hier? Terminal benutzen. Ich mach mal ganz kurz die Tür zu. So. Spacer's Choice. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommen kannst. Spacer's Choice. Edgewater, Saltuna, Konservenfabrik. Eine Frage von Spacer's Choice. Terminalzugang. Okay, Protokolle. Hinweis, die Edgewater Saltuna Konservenfabrik hält sich strikt an die Spacer's Choice Standards in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit. Hinweis, plane die Termine für deine Krankentage mit deinem Spacer's Choice Vorarbeiter und oder Vorgesetzten zu spät. Leider war ich krank und hab's nicht gemeldet. Nimm Rücksicht auf die anderen Mitglieder der Spacer's Choice Familie. Du kannst mit 2 bis 4 Wochen Bearbeitungszeit zur Bewilligung deiner geplanten Krankentage rechnen? Alles klar. Ja gut, ich kipp da mal um, ne? Verlorene Stunden müssen dem Konzern erstattet werden. Solltest du Probleme mit der Bezahlung deiner Krankentage haben, wende dich an Reed. Wir werden versuchen, stattdessen Lohnabzüge für dich zu arrangieren. Oh, das ist ja großzügig. Denk daran, Arbeit stärkt den Geist. Die Krankheit des Körpers spiegelt Krankheit in Geist. Verstand und Charakter wieder. Solltest du feststellen, dass du krank wirst, ist es möglicherweise an der Zeit, ein Treffen mit unserem ansässigen Vikar zu arrangieren. Alles klar. Oh, was liegt denn da? Ich habe eine Tür gehört. Offensichtlich nicht hier. Alles meins. Was haben wir hier noch? Ah, nehme ich alles mit. Ich kann aber alles gebrauchen. Hier ist anscheinend ein Fahrstuhl. Den wollen wir noch nicht nehmen. Er ist ganz schön groß hier. Gibt bestimmt auch viel zu klauen. Erstmal die ganze Stadt beklauen. Verkaufsautomat entdeckt. 50 EP dafür. Ach, hier geht's raus. Wird hier auch noch irgendwas gelagert? Ist das ein Generator? Oh, hallo! Ein Mac-Dietrich! Nice! Dinge, die wir wirklich benötigen, Dietriche. Oh, hier geht's schon wieder weiter. Nee, doch nicht. Okay, zurück! Oh, Munition! Und irgendeinen anderen Kram, von dem ich keine Ahnung habe, was das ist. Essen. Oh mein Gott, Essen. Ja. Ja. Ja, eine Essensfabrik. Oh, kann ich die Maschine starten?
Oh, das wäre so geil, wenn ich die starten könnte. Spring ist hier. Waffenteile. Noch mehr Essen. Jetzt fehlt es uns nur noch an Trinken und dann ist alles gut. Wenn wir jetzt noch an Trinken kämen, dann haben wir, glaube ich, für eine Weile ausgesorgt. Ich glaube, das ist das größte Problem an dem, was ich hier mache, diesen Schwierigkeitsmodus, das Essen und das Trinken. Weil es sieht nicht so aus, als würde Essen überall rumliegen. Deswegen muss ich auch alles klauen, weil ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Nein! Springen, Zero, du weißt doch, wie das funktioniert. Auf den Knopf drücken. Oh. Da läuft einer. Hups. Und ich klaue hier alles. Ach, da ist ein Drahtseil. Deswegen. Hallo da oben, keine Sorge. Ich mache hier nur ein bisschen Parcours. Ach, ich bin aber schlechterin. Okay, so, wir können bestimmt auch die Truhe von hier hinten öffnen. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Alles klar, wir verstecken uns hier. Und nehmen alles mit. Habe ich eigentlich irgendwie begrenzt viel Platz oder so? Oh, Munition haben wir auf jeden Fall gesammelt ohne Ende. Das ist schön. Oh, 19 Medikits. Ja, so gefällt mir das. So ist das schön. Ich muss nur herausfinden, was jetzt Nahrungsmittel und so weiter ist, ne? Das ist auf jeden Fall ein Getränk. Immerhin. Wie sehe ich denn aus? Das bin nicht ich! Das bin ich nicht! Das bin ich nicht! Das ist doch im Leben nicht die Hautfarbe, die ich verwendet habe! Was geht denn hier ab? Die haben mein Aussehen geändert, die Schweine! Die haben bestimmt gedacht, ich bin irgendwie wiedergeboren worden oder so. Im Krankenhaus. Nein. So krank war ich jetzt auch nicht, dass ich irgendwie Leiden hatte. Was haben wir hier? Gefunden. Eine linke Hand am Handgelenk abgetrennt. Geringfügige Knochenschäden. Leute, das ist schon... Das ist schon unsere zweite ungeplante Amputation in ebenso vielen Monaten. Bitte geht beim Umgang mit Maschinen vorsichtig und sicherheitsbewusst vor. Alle Wartungskosten werden von eurem Gehalt abgezogen. Weißt du, da trennt man dir die Hand ab und dann ziehen sie das auch noch vom Gehalt ab. Oh, nicht schlecht. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Irgendwelche Ratten? Oh, cool. Gratis Zeug, nehme ich gerne. Das muss ich nicht mehr klauen. Oh, versperrt. Ich habe doch Dietrich hier, wieso kann ich da nicht einbrechen? Da ist noch eine zweite Tür. Die Katze, ey. So. Das nehme ich auch. War da gerade oben was? Ja. Ein Dietrich. Den nehme ich gerne. Ach, das ist die Haustür. Ich dachte, die Katze dreht durch. Okay, somit wären wir wieder hier am Anfang. Oh, ein explosives Fass. Meint ihr, die würden das mitbekommen, wenn ich sie sprengen würde? Meint ihr, die würden das mitbekommen, wenn ich deren Energie klaue? Offensichtlich ja. Was haben wir denn hier? Anfrage, geothermale Anlage. Die Region Emerald Vale wird von der geothermalen Anlage von Spacer's Choice mit Energie versorgt. Spacer's Choice ist stolz darauf, die Kolonisten von... Wie sollte ich das aussprechen? Halcyon? Keine Ahnung, mir wurde es in die Kommentare geschrieben. Ich habe es vergessen. Ich lese mir das gleich nochmal durch. Mit moderat innovativer Technologie zu akzeptablen Preisen zu versorgen. Spacer's Choice, das Beste, was du dir leisten kannst. Oder auch nicht. Oh, deaktivieren, ja. Das ist jetzt meins. Oder auch nicht. Ich habe irgendwas deaktiviert, wir lassen das einfach mal deaktiviert. Vielleicht freuen die sich, dass ich ein bisschen für die arbeite. Kann ja sein. Ist alles so explosiv. So, jetzt muss ich kurz Orientierung fassen. Da war eine zweite Tür. Ich will da in diese zweite Tür, aber die ist über mir, ne? Das heißt, wir sind jetzt hier im Kellergeschoss. Klar, im Keller ist ja immer dann... Der Energie... Ich drücke mal die falsche Taste zum Springen. Die Energie.
Aber sonst ist hier nichts. Oh, ich hätte gerne das Ding. Ich wette, die waren genauso doof wie ich. Dachten sich ja, oh, Gratis-Energie, die nehme ich mir. Und dann waren sie alle tot. Dieses Ding sollte jemanden bestimmt mal gehört haben. Das heißt, hier wird wahrscheinlich irgendwo ein Zombie rumlaufen. Oder zumindest, vielleicht war das ja der Typ, der den Arm verloren hat. Das muss ich jetzt mal testen. Okay. Nichts Dramatisches. Jetzt spring auf die normale Art und Weise, Mann. Na gut. Dann haben wir uns jetzt hier umgesehen. Haben ziemlich viel Schaden kassiert aus Dummheit. Und essen müssen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Was ist das denn? Ist das die Toilette? Gibt's hier keine richtige Toilette? Das sieht aus, als wären das nur Pissoirs. Und das ist auch noch sehr schlechte. Aber ihr müsst bedenken, man muss von hier oben aus, muss man dieses kleine Loch da treffen. Oder ist das zum Hinsetzen? Ist das Klopapier? Das ist Klopapier. Ich glaube, ich bin einfach nur zu groß. Irgendwie stimmen die Proportionen nicht. Oder? Das sind richtige Toiletten. Nicht mal Trennwände dazwischen. Geil. Aber wie kommen wir hier rein? Wir sehen da hinten eine Tür. Können wir irgendwie hier lang? Nee, hier ist nichts. Nee. Hallo. Ah, du bist Phyllis. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Okay, Grabgebühren. Ich bin hier, um sie einzutreiben. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Diese Dokumente sind nicht in deinem Namen unterzeichnet. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Du musst die Grabgebühren deines Nachbarn bezahlen? If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Der nächstgelegene Verwandte ist also der Nachbar in diesem Falle. Okay. Du meintest, der Typ hätte sich erschossen. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Was für eine furchtbare Aussage. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Jetzt muss er dafür bezahlen, dass er sich selbst umgebracht hat. Aber da er das nicht kann, müssen das die nahen Verwandten. Es ist so absurd alles. Vandalismus, Musstet ihr etwa seine Einzelteile von den Wänden kratzen oder sowas? First of all, that's a horrible thing to say. Secondly, yes, we did. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Hätte? Was ist passiert? Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Interessant. Das ist ein merkwürdiges Universum. Hallo. Some holeheads running around town talking about lost colonies. Ich würde jetzt am liebsten... Kann ich abspeichern? Nein, das ist der Schwierigkeitsmodus. Mann, ich würde jetzt am liebsten abspeichern und einfach bei irgendjemand abknallen. Einfach nur...
um zu gucken, was passiert. Das habe ich gesehen. Alles meins. Ja gut, dann fehlt nur noch der schwierige Fall, ne? Auch wenn ich immer noch gerne in die Tür möchte, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie reinkommen. Ich glaube, das ist ein bisschen kniffliger, da reinzukommen. Ich meine, da hinten ist eine Tür. Es sei denn, das ist die Außenwand. Momentum Mundo. Was ist wo? Oh. Erstmal die Angestellten beklauen. Huch. Ja, knackig, gar kein Problem. Alles meins. Das nehme ich auch. Und das nehme ich natürlich auch. Was man hier nicht alles klauen kann. Oh, ein Kühlschrank. Was habt ihr da? Oh ja. Bitte. Muss mir nie was zu essen kaufen. Weil ich alles, einfach alles klaue. Eine Halskette. Die kann man verkaufen. Nur irgendwas hier zum Klauen? Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, hier ist ein einziger Mitarbeiter drin. Okay, mit Eugene wären das zwei gewesen. Ja, das ist trotzdem nicht wirklich viel. So, wenn man bedenkt, dass das die Rückseite sein könnte, ne? Okay, das schon mal nicht. Ich glaube nicht, dass das die Rückseite ist. Nee. Ja, ich weiß auch nicht. Also gehen wir mal zu Abernethy, aber gucken wir, was hier abgeht. I'm sorry. I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. He's off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Ich würde sie alle am liebsten umbringen. Natürlich nur die Wachen. Oder nur die Arbeiter. Weil damit würde ich dem Konzern ja mehr schaden, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn ich die ganzen Mitarbeiter einfach mal so ums Eck bringe. Ich meine, ich bin ja eigentlich ein freundlicher Mensch, Leute. Also, nicht falsch verstehen. Nur in diesem Spiel bin ich heute mal nicht nett. Also, allgemein in diesem Spiel. In diesem Spiel bin ich ja der Böse. Ich bin kein Massenmörder. Ich versuche, böse Dinge zu machen, ohne entdeckt zu werden. Das ist mein Ziel in diesem Spiel. Alle sollen mich für den Guten halten. Dabei bin ich es nicht. Hallo. Wow, did Mr. Thompson send you? You tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernethy. Ich weiß nicht, ob ich an dem Typen so nah dran sein will. Der sieht schon ziemlich durch aus. Ah. Ich habe gehört, wie du... Was war Wahrnehmung? Willst du mir sagen, was dich so nervös macht? Ja, das ist eine gute Idee. Ich meine... Man muss den Typen nur angucken. Man weiß, was ihn beschäftigt. Es ist nicht seine Halbglatze, keine Sorge. Es ist... Er ist krank. Aber ich will Geld. Immer mit Ruhe. Mr. Thompson hat mich nicht geschickt. Nein, ich will Geld. Gib mir Geld! Na gut, erstmal. Verrat's mir doch. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Du bist also Martin Abernethy. What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Ich bekomme Geld. So Silas can afford a hired thug, but I still gotta pay him a burial tax. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Was weiß er, dass du fast am Krepieren bist? Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du ein solches Geheimnis bewahren könntest? Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching.
And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Das ist alles sicher sehr tragisch und herzzerreißend. Bezahl mich. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Wieso bin ich deiner Meinung nach denn freischaffend? Hängt davon ab, was du brauchst. Mich kannst du dir nicht leisten. Ich weiß nicht, ob er da dann ablehnen wird. Hängt davon ab, was du brauchst. Couple hours out of your day and some light second story work. That's all. Ich hab schon ja alles geklaut. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Nicht so schnell. Ich hab ein paar Fragen, Freundchen. I'll do what I can. Wieso kannst du nicht einfach selbst Medizin kaufen? I tried medicating myself with Adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Mit anderen Worten, der Konzert behandelt dich nicht, weil du bereits krank bist. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. Ich vermute, dass dort Wachen sind. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. Ja, aber wenn da Plünderer sind, dann ist da doch nichts mehr. Was kannst du mir über diese Plünderer erzählen? I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Okay. So you'll do it then? Ja, ich mach alles. Alles für Erfahrung. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Okay. Gibt es etwas, das ich über dieses Versammlungszentrum wissen sollte? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Alles mit Schlamm? Schlamm? Was für Schlamm? Du gehst ein ziemlich großes Risiko ein, mir zu vertrauen, das ist dir klar, oder? I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Na gut. Er sagt mir, dass da irgendwo Schlamm ist. Das ist schon ziemlich abstrakt. Vielleicht sollte ich darüber ein bisschen mehr erfahren, aber schickt den Typen hin. Ja, Freunde, ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wird noch mehr geklaut. Hier wird alles geklaut. Niemand bekommt was mit. Auch wenn er irgendwie daneben steht. Okay, mit dem Buttmodule. Essen kann ich auch gut gebrauchen. Ich beklaue ihn hinter seinem Rücken. Es ist schon ein bisschen erbärmlich. Während er in den Spiegel schaut. Er sieht mich doch beim Klauen, oder nicht? Freunde, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.